Sie war noch sehr klein und wir wohnten allein in dem großen Haus. Es war nicht leicht, ihr großer Freund zu sein, der alles kann und alles weiß. Zum Geburtstag brachte ich ihr einen Pudel mit nach Haus. Ihre Augen, sie strahlten, doch ich sah sehr nachdenklich aus. Und ich dachte, was wird aus Jenny, wenn sie Liebe braucht und ich hab so wenig Zeit? Wird sie das auch verstehen oder ist sie sehr enttäuscht? Doch sie sagt nur, du und ich und mein kleiner Bruder, wir kriegen das schon hin. Denn was kann schon passieren, solange ich hier bei dir bin? Schule, sie sah schon so ernst und erwachsen aus. Es war schon seltsam, wie sie verschwand in dem großen grauen Haus. Wenn es dann mit den Hausaufgaben für sie zu schwierig war, ja, dann sagte sie, hilf mir, ich komme alleine nicht klar. Und ich dachte, was wird aus Jenny, wenn sie Liebe braucht und ich selbst nicht weiter weiß? Wird sie das auch verstehen oder ist sie sehr enttäuscht? Doch sie sagt nur, mach dir um mich keine Sorgen, ich fühle mich nicht allein. Wenn wir beide uns haben, fällt uns schon irgendwas ein. Sie ist mein Freund fürs ganze Leben. Ich wüsste nicht, was ohne sie wäre. Und ich versuch, ihr alles zu geben. Doch irgendwann genügt das nicht mehr. Sie 14, sie steht vor dem Spiegel und macht sich schön. Mit den neuen Jeans und den langen Haaren sieht sie bezaubernd aus. Sie hat auch schon den ersten Freund, ja, ich fühle es ganz genau. Aus dem Mädchen von heute wird schon bald eine Frau. Jenny, wenn sie älter wird und für sich selber denken kann. Wenn sie einsieht, ich bin für sie nicht der wichtigste Mann. Doch sie sagt,